Moin Rexy hier, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bedanke mich sehr für die über 10.000 Aufrufe auf meinem besten Video. Danke an alle, auch die ein Abo dagelassen haben. Aber zum heutigen Thema. Heute erkläre ich euch, wie Wallpaper Engine überhaupt funktioniert. Ihr geht in Steam rein, installiert euch oder kauft Wallpaper Engine, installiert es euch. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr einfach in Wallpaper Engine rein. Dann könnt ihr auf Entdecken gehen, seht dann zum Beispiel hier irgendwelche empfohlene Hintergründe oder Kategorien. Wenn ihr aber irgendeine andere Kategorie wollt, geht ihr auf den Workshop hier oben, geht dann auf Filter und könnt das eingeben, was ihr braucht. Zum Beispiel Retro, Sci-Fi, Sport, Fernsehen, Cyberpunk, Computergrafik und so weiter. Wenn ihr zum Beispiel, was ich mir jetzt ausgewählt habe, nimmt und es dann sucht, könnt ihr hier irgendwelche Wallpaper nehmen. Sagen wir, ich nehme jetzt diese Erde hier oder Mond, was auch immer, möchte das runterladen, dann gehe ich hier auf Abonnieren. Das lädt dann runter. Wenn das getan ist, habe ich es als Wallpaper, als Hintergrund. Hier seht ihr es nochmal. Wenn ich das aber nicht mehr möchte, könnt ihr einfach auf Entfernen gehen, okay, und dann habt ihr es nicht mehr. Dann habt ihr zum Beispiel den Standardbildschirm von Windows. Wenn ihr das sehen wollt, was ihr installiert habt oder abonniert habt, geht ihr einfach hier, wie gesagt, auf Installiert. Und da könnt ihr sehen, was ihr so habt. Mein Lieblings momentan ist Error. DVD meinte ich. DVD ist momentan mein Lieblings. Und wenn ihr noch weitere Tipps und so möchtet, dann bleibt auf jeden Fall an meinem Kanal dran. Bis dann.